Roomtour. Ihr wollt eine Roomtour. Ihr wollt eine Roomtour. Hier gibt's nichts zu sehen. Es ist komplett uninteressant, dieses Zimmer. Aber ich hab's versprochen. Willkommen zu meiner Roomtour. Kommt rein, Leute. Kommt. Ich zeige euch meinen Room, so wie er jetzt aussieht. Es ist ziemlich weird. Ich mache eine Roomtour nach ungefähr 1,5 Jahren, in dem ich in diesem Zimmer hier bin. Und ich bin immer noch nicht fertig mit dem Zimmer. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Aber egal. Ich bin mittlerweile halbwegs mit dem Zimmer zufrieden. Deswegen ist es höchste Zeit, dass wir jetzt mal starten. Doch bevor es mit der Roomtour heute losgeht, möchte ich den Sponsor für das heutige Video vorstellen. Denn dies ist ein RPG-Game namens Raid Shadow Legends. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, Raid ist aktuell unter den Top 3 RPG-Games im App Store erhältlich. Was bei Raid Shadow Legends extrem cool ist, ist, dass es ein rundenbasierendes Spiel ist und es mehr als 400 Champs zur Auswahl gibt, mit denen jede Aufstellung ein ganz, ganz eigenes Spielerlebnis gibt. Das Spiel hat über 15 Millionen Downloads in den letzten 6 Monaten erhalten, damn! Über Orks, Untote, hin bis zu Rittern und Elfen ist alles vertreten. Und dazu noch ein richtig ausgeklügeltes PvP-Arena-Game, welches einem halt wirklich die Möglichkeit gibt, sein Team unter Beweis zu stellen. Ich habe das mal gecheckt, jeden Monat kommen neue Updates hinzu und nicht nur ein, sondern fast 14 neue Champs jeden Monat. Das heißt, man hat auch wirklich viel, viel Inhalt in diesem Game, was nicht langweilig wird, sondern es wird immer mehr aufgestockt. Das hier ist mein persönlicher Lieblingschamp namens Kael oder Kael, Kel. Auf jeden Fall finde ich den am coolsten. Sobald du alle Missionen erfolgreich erledigt hast, bekommst du diesen Champ hier, Arbiter. Das ist der beste Legendary Champ im ganzen Game. Und jetzt fragt ihr euch, okay, wie krass viel muss dieses Game halt kosten, was so viel Input bietet? Nichts. Also Leute, worauf wartet ihr noch? Geht zur Videobeschreibung, klick auf den Link und du erhältst 50.000 Silber und einen kostenlosen epischen Champion als Teil des Neueinsteigerprogramms und beginne deine Reise. Fangen wir an mit meinem Eingangsbereich, diesem Regal. Ihr seht, das sind auch Einbauschränke. Das heißt, ich musste das Beste daraus machen, was ging. Und ich habe jedes Fach so ein bisschen untergeordnet, auch so ein bisschen wirr sortiert tatsächlich. Aber hier stehen sehr wichtige Dinge drin. Also, ihr seht vielleicht schon, was hier steht. Ich trinke sehr viel Wasser und ich brauche ganz viel davon. Ich bin extrem faul und ich würde niemals diese Kästen hier hintragen. Deswegen, Flaschenpost hat mein Leben gerettet. Letztens habe ich Flaschenpost an einem Tag bestellt und Lia auch. Ja. Weil sie dachte, ist ja cool, ich mache Nick eine Freude und bestelle ihm Wasser, weil er keins mehr hat. Aber jetzt sieht sie so aus. Deswegen habe ich jetzt aktuell 4 Kästen Wasser hier stehen. Und? Was ist das? Ich trinke zwar viel Wasser, aber ich trinke auch zwischendurch mal einfach irgendwas, was ich lecker finde. Marte ist immer am Start. Wir haben hier Malzbier, wir haben Luftapfelschorle. Die beste Leute. Ja, das trinkt eigentlich Lia immer hier leer. Auf jeden Fall. Fangen wir mal an und gucken uns die einzelnen Fächer an, hier hinter mir. Okay, kommen wir direkt zum allerersten Fach. Ihr seht hier Tarot. Ich habe angefangen, mich mit Tarot so ein bisschen zu beschäftigen und lerne das derzeit gerade. Es gibt sehr, sehr viele Karten, ich glaube 76 oder so in diesem Deck und ich will die alle irgendwann können. Und ich habe letztens für Jengis gelegt und da war das schon sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch aus diesem Projekt hier wird. Hier hinter sehen wir direkt eine Zeichnung von einem Zuschauer, Supporter, was auch immer. Ich habe das 2018 auf unserem Indigo-Treffen bekommen und das ist einfach eins meiner Lieblingsbilder. Was man hier gerade gar nicht sieht, ist noch mein eingerahmtes Exemplar von meinem Podcast Mindcast, wo ich leider ein bisschen nachhänge, aber es kommen bald wieder Folgen, Leute. Mein Nintendo GameCube. Viele kennen die Story. Das ist wirklich mein etwas eingestäubter, aber sehr großen, liebender Schatz. Die hat einfach einen Ehrenplatz verdient, weil das ist die wichtigste Konsole. Für mich hat hiermit alles angefangen. Und hier, das habe ich zum Super Smash Bros. Ultimate Event bekommen, als wir es damals gespielt haben. Das hier ist ein Geschenk von Young Jelly. Ehre an dich, weil ich Dinos einfach so verdammt liebe. Hier unter im Fach, seht ihr, ist so eine ganz unsortierte, aber trotzdem sehr liebensvolle Sammlung meiner Figuren. Ich bin gar nicht so der Figurentyp, aber es gibt so ein paar, die ich haben musste. Unter anderem einer meiner Favorite Pokémon Gag Arbor. Ich habe euch auch irgendwo noch einen Glibunkel. Das No-Face aus Shiro's Reise ins Zauberland, Banjo-Kazooie. Mein anderes Arboretos Lieblings-Pokémon mit so einem Slime von Dragon Quest, weil ich viel Dragon Quest gespielt habe. Wir haben hier ein Bakugo von My Hero Academia. Übrigens alle bisher aus Japan, die hier stehen. Hier hinter habe ich von zwei Supportern und Zuschauern ein Geschenk bekommen. Der
ist ultra nice, wirklich. Und daneben aus meinem Lieblingsanime Demon Slayer. Einfach richtig, richtig, richtig nice. Was wir hier sehen, sind eigentlich alles Zelda Amiibos. Und zwar alle. Ich habe alle. Und ich dachte wegen dem Stream-Projekt, ich brauche auch alle. Ich habe teilweise welche von Zuschauern geschenkt bekommen, zugeschickt bekommen. Danke an jeden da draußen, der das gemacht hat. Und dahinter stehen noch ein paar ganz seltene, noch unverpackte Pokémon und ein paar andere Amiibos, die ich jetzt aber nicht erreiche. Hier ist meine Büchersammlung. Die ist nicht wirklich krass groß oder so, aber wenn ich mir ein Buch hole, dann inhaliere ich das sehr oft. Ich habe schon Bücher, die habe ich schon 3 oder 4 Mal gelesen. Und ich stelle euch jetzt mal so 3 von den Büchern vor, die ich echt empfehlen kann. Wir haben hier einmal in der 1000. Ausgabe The Alchemist von Paulo Coelho. Ich kann jedem dieses Buch ans Herz legen, ist für mich meine persönliche Bibel. Lyle hat mich damals auf dieses Buch gebracht und durch den kenne ich auch den Autor. Generell von Paulo Coelho mega viele geile Bücher. Und das ist die 25 Jahre Anniversary Version. Dann noch ein extrem nices Buch mit der Flower of Life und die Bedeutung dazu, auch auf Englisch. Ich lese viele Bücher auf Englisch. Mega schön. Und neben so ein paar Stephen King Roman, weil Stephen King halt extrem feier, haben wir hier noch The Power of Now. How is Your Soul? Mega nice, weil es auch so ein bisschen Religion mit reinbringt. Und The Celestine Prophecy. Oh. Veronica Decides to Die. Und ich kann euch für die deutschen Autoren euch Richard David Precht empfehlen. Jäger, Hirten, Kritiker. Geiles Buch. Ja, Stephen Hawking ist auch noch dabei. Ein bisschen was über das Universum und sowas. Das sind halt Bücher, die haben einfach Mehrwert. Die liest man nicht nur einmal, meiner Meinung nach. Hier haben wir noch ein paar Zelda-Mangas, was ich extrem feiere, die ich auch ein bisschen gesammelt habe. Hier habe ich ein paar meiner Lieblingsalben oder generell welche, die ich einfach ästhetisch finde. Rodeo, Travis Scott darf hier nie fehlen. The Weeknd, Kissland, bestes Album von The Weeknd, meiner Meinung nach. Die habe ich von Nasso geschenkt bekommen. Eine Gorillaz Collection. Tyler, The Creator in der Deluxe-Box von dem Album Wolf. Das hier ist von Mena und Kinder. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Deutschrap-Tape. Sieht auch sehr ästhetisch aus. Oxymoron von Schoolboy Q. Achso, und Rammstein. Sehr coole Alben auf jeden Fall, die habe ich hier stehen. Hier drunter direkt, ich komme gleich dazu, warum meine Lidschattenpaletten alle hier stehen. Oder die ich halt habe. Denn ich bekomme noch einen Schminktisch, der zeige ich euch gleich, wo der hinkommt. Wir haben hier einmal Blue Blood von Jeffree Star. Und von Ellie die 1991-Palette. Sehr cool, sehr zu empfehlen. Das hier habe ich in Japan gesehen, das ist Just Water, deswegen habe ich es mir einfach reingestellt. Es ist eigentlich nur ein Wasserpappkarton, aber es ist ein Projekt von Jaden Smith und mit Will Smith auch zusammen. Und ich fand das einfach geil, ich supporte das sehr, deswegen habe ich das hier auch immer stehen. Und das war mein Eingangsbereich, Leute. Wir kommen jetzt rüber zu... Das, Leute, ist das bequemste Bett, auf dem ich jemals lag und ich lüge nicht. Das ist ein Boxspringbett und ich habe mir das Anfang des Jahres geholt und seitdem sind alle anderen Betten einfach nur kompletter Müll. Ich bin ein großer Mensch und ich brauche ein großes Bett. Auch wenn ich hier alleine drin penne, ist es so, dass ich kann mich selbst so hinlegen so und ich bin auch nicht draußen. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach so mit so einem Topper und da passt sich so dein Kopf an. Das ist, Leute, investiert in euer Bett, es ist eure Gesundheit, investiert auch in Kopfkissen, in gute Kopfkissen und in Bettdecken. Es ist einfach das Wichtigste, dass euer Bett der angenehmste, cosigste Platz ist im Raum. Wir haben hier Tragosso, ein Incognito N für meinen Namen halt und dieses Alien aus Toy Story, ein Chewie aus dem Disney Store in Japan und ein Mr. Meeseeks aus der Serie Rick and Morty. Genau wie der Hoodie. Ich feiere diese halt einfach ein bisschen. Ich mag das ja. Cool. So. Dinge. Das da ist mein Fernseher und ich muss sagen, Leute, ich hatte lange keinen Fernseher, weil ich auch kein Fernsehen gucke. Aber seitdem ich den Fernseher habe, ja, gucke ich halt ein paar Serien auf Netflix und sowas. Also ich nutze es eigentlich nur für YouTube oder Netflix oder manchmal gucke ich auch einen Stream zum Einschlafen. Richtig entspannt, richtig nice. Auf jeden Fall Duftstäbchen, Leute, benutzt ihr das? Ich liebe persönlich den Geruch von Duftstäbchen. Lia feiert den gar nicht, aber
Oh, ich finde das einfach extrem nice, Duftstäbchen immer zu haben. Das ist einfach so, das erzeugt so einen positiven Raum. Ein Kendama und ein eigentlich leuchtendes Master Salt, aber ich habe da einfach keine Batterie reingetan, deswegen leuchtet das noch nicht. Hier in dem Schrank habe ich übrigens ein paar meiner Games drin, wie ihr uns schon erkennen könnt. Ich habe hier meine Switch Games, meine Wii Games, dahinter sind noch die GameCube Games und meine ganzen DS-Spiele, PS4, Konsolen, meine N64. Habe ich übrigens auch vom Zuschauer geschenkt bekommen, Ehre dafür nochmal. Pokémon Cards und Apple Stuff und da unten ganz viele DVDs, keiner guckt mit DVDs, deswegen stehen die da ganz unten. Diese Hüllen werde ich einfach immer haben. Also ich meine, da stehen super alte GameCube Games und ich werde die nie verschenken, verkaufen oder was auch immer. Das ist einfach emotionaler Wert. Die werde ich für immer behalten. Deswegen stehen die hier ganz sicher. Das, liebe Freunde, ist der Platz, den ihr wahrscheinlich am besten kennt, aber von der anderen Seite, meine Stream- und Musikecke. Ich habe die unterteilt. Gucken wir uns erstmal diese hier an, das ist meine Mucke-Ecke. Entweder hier oder im Studio mache ich so ein bisschen Musik. Ich bin Fan davon, im Home-Studio einfach ein bisschen was zu machen und immer die Möglichkeit dazu zu haben. Das ist meine Fender Jaguar-Gitarre, die ich mir auch dieses Jahr geholt habe. Übrigens, da wird wahrscheinlich auch der Schminktisch hinkommen. Das ist nämlich noch eine recht leere Ecke. Und den Platz nimmt gerade unser neuer Robot-Staubsauger ein, der echt fleißig schon gestaubsaugt hat. Ja, extra für euch clean gemacht, der gute Schreck weg. Wir haben hier zwei KHK-Boxen, Rocket 6, mit einem 4K-Bildschirm, Mikrofon, Laptop, alles was man braucht. Ja, das war's eigentlich schon. Hier mache ich meistens Musik oder zeichne. Dann kommen wir hier hin. Hier ist mein Stativ für die zweite Cam. Hier ist gerade provisorisch die Webcam. Normalerweise steht hier die Cam, die mich gerade filmt. Und hier oben ist ein kleines Lager, wo wir unsere ganzen Sachen lagern. Quasi unsere Switch. Das brauche ich alles für Stream. Das ist meine Osmo Pocket Vlogging Cam. Switch Lite und da steht normalerweise meine Switch im Dock, meine andere Switch und der Fynic Rookie. Das ist ein Ultra Widescreen, sehr praktisch für mich, weil ich dann die Bildschirme nicht irgendwie zusammenlegen muss. Controller, mein Mikrofon, ein Stream Deck und Interface, Kopfhörer. Wenn die Nächte wieder lang werden, gibt es hier Starbucks Becher und meine Stream Cam, das ist die Blackmagic 4K. Irgendwas. Ja. Ah ja, und das ist Tyler. Der erinnert mich immer daran, wenn ich mal unproduktiv bin, dass ich mein Ass abkriegen soll, um nice Shit zu machen. Deswegen ist Tyler immer da. So Leute, das war mein Room, wie er bisher steht. Wie gesagt, noch nicht fertig. Ich stelle auch ganz viele mal um und so. Aber ich dachte, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, dass ich euch zeige, wie das hier eigentlich alles immer im Background aussieht, in meinen Videos und in den Streams. Übrigens, die ganzen Schränke hier sind einfach nur gefüllt mit Klamotten und Pfandflaschen und sowas, deswegen zeige ich euch die nicht, das ist irrelevant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ich mein Zimmer mal wieder umstelle oder neue Sachen dazu kommen, vielleicht zeige ich euch dann wieder, ja, vielleicht zeige ich euch dann einfach, wie es dann aussieht. Bis bald.